Schalke ist in Cottbus böse ausgerutscht. Nach 47 Sekunden bereits der erste Treffer von Meriuza. 3 Minuten vor der Pause dann das 2:0 für Energie, Torschütze Sebastian Hellbeck. Wenn Reck und Heito sich streiten, freut sich der Hellbeck. Der wiedergenesene Mpenza dann mit der Vorarbeit zum Schalker Anschlusstreffer. Sand, der Vollstrecker. Nach dem Platzverweis von Böhme, Cottbus aber wieder überlegen und mit der Entscheidung nach einem Konter. Kubilanski das 3:1 und kurz darauf sogar das 4:1 vom eingewechselten Antun Labak. Schalke hat die Tabellenführung damit verloren, die Bayern stehen wieder ganz oben.